Hallo und herzlich willkommen zu diesem ultimativen Motivationsvideo. Ja, hier melde ich mich mal wieder zu Wort. Wie sieht's hier mit dem Channel aus? Ich wollte euch mal auch frohe Weihnachten nachträglich jetzt mittlerweile wünschen. Hallo, frohe Weihnachten nachträglich und alle, die ich nicht so als ihre Religion haben, ist mir auch egal. Trotzdem frohe Weihnachten. Ha! Ja, so sind ich. Also da sehe ich, da verstehe ich nichts. Also frohe Tage. Nein, weil ist so. Ja, ich wollte mich mal wieder hier zu Wort melden. Wie sieht's mit dem Kanal aus? Ja, immer noch weihnachtliche, recht weihnachtliche Musik habe ich hier im Hintergrund laufen. Mittlerweile läuft ja auch Super Mario 64. Ich hatte das schon ein paar Tage auf Platte. Das habe ich ja auch schon mehrfach auf Twitter und Facebook geschrieben. Und jetzt endlich habe ich es online gesetzt. Lag nicht an mir. Ich habe einfach nicht raufgeladen. Das war alles. Ja, außerdem erwartet euch ja noch dieses Trash-Game, wo der Name wirklich Programm ist. Habe ich auch schon auf Platte, habe ich aber noch nicht raufgeladen. Und ich wollte noch ein drittes machen. Hab sogar eins mir geholt und ich kann es leider jetzt spoilern, es sollte Just Cause 3 werden, aber das Ding läuft so schlecht. Ich weiß nicht warum, was die Leute da entwickelt haben, also man hat es ja bereits vielleicht gehört, auf der Konsole läuft es schon ruckelig wie Hulle und jetzt auf dem PC läuft es auch okay, aber man kann da nicht wirklich viel flüssig bei aufnehmen, weil wenn man dann noch aufnimmt, dann hast du die Ruckelparade hoch 10 und wenn da noch viele Effekte bei sind und wer Just Cause kennt, boom, Michael Bay in Spielform, da ist schon einiges geboten, ja. Muss ich gucken, bis das Spiel so ein bisschen lauffähiger wird, sagen wir es mal so, am PC, bis die Leute von Avalanche oder von Square Enix da was gemacht haben. Und bis dato wollte ich noch was anderes aufnehmen. Ich dachte mir, Just Cause 3. Als Gag, bring Just Cause 2. Nein, das wollte ich jetzt nicht bringen, weil Just Cause 2 hat nicht wirklich einen Inhalt. Werde ich auch mal nachträglich vielleicht zu Just Cause 3 bringen, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ich dachte mir, wie wär's denn mit Far Cry 3? Bam! Ja, bam laut gesprochen. Das dachte ich, bringt doch auch mal wieder ein bisschen Action auf den Kanal. Und ist eine Alternative zu meinem eigentlich gedachten Just Cause 3 und ist auch so ein Tropico-Ding. Kennt ihr wahrscheinlich schon, aber ich dachte mir, komm, bringen wir mal wieder was Shooter-ähnigeres, solange jetzt nichts anderes da ist. Ich hätte vielleicht auch Fallout 4 für den PC, aber ich wollte kein RPG mehr nach Skyrim Let's Playen, das ist so. Bam! Yeah, da setzt auch gerade bei mir die Musik aus. Werde ich nochmal neu nach reinschneiden müssen. Ja, das jetzt dazu. Ja, wie sieht die generelle Zukunftsplanung jetzt hier mit dem Kanal aus? Es wurde ja auch schon mehrfach geraten oder irgendwie empfohlen, indirekt ja auch als Ratschlag gegeben. Wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Und da ist leider auch was dran. Wir haben relativ viele Abonnenten für unseren Kanal und man kriegt da immer wieder mal neue dazu und generell sind wir pro Woche kriegen wir etliche dazu, aber fliegen trägt auch wieder viele weg. Also deabonnieren. Der Grund ist, viele der Abonnenten, ich will jetzt nicht mal sagen 60%, aber mindestens 60% kommen allein durch das Let's Play Naughty Bear und Naughty Bear Panic in Paradise, was ich damals mal in Kooperation wirklich mit 505 Games, ist jetzt kein Witz und ist jetzt auch nicht schön, nicht gespielt habe. Das war echt eine schöne Kooperation, nur leider ist da, ne, wie alles im Leben ist gewesen, außer Spesen, nichts gewesen. Nein, die Kooperation ist im Guten natürlich auseinandergegangen, nur das war halt so, 505 Games hat dann nicht mehr auf Naughty Bear gesetzt und es gibt wahrscheinlich auch für alle Fans der Reihe nie wieder eine Fortsetzung. Das wurde auch schon so ein bisschen durchhorchen gelassen. Darf ich so flüstern? Also habt ihr nicht gehört. Finde ich leider schade und ähnliche Spiele gibt es so nicht wirklich für meinen Geschmack. Horrorspiele gibt es zwar en masse, aber nichts, was so ist wie Naughty Bear. So ein bisschen sadistisch, aber auch ein bisschen knuffig. Es gibt zwar Five Nights at Freddy, die Teile, aber sorry, das ist für mich, das hat gar nichts miteinander zu tun, außer dass ein Bär vorkommt. Und ein bisschen Grusel. Bisschen. Ja, das jetzt mal dazu. Deswegen, ich muss mal gucken, wie die Zukunft hier mit dem Kanal aussieht. Ob ich einen neuen aufmachen werde, ist, ich habe
Ich war unzufrieden mit den letzten Aufnahmen, jetzt versuche ich es ein bisschen zusammenzupflegen. Früher war es so, es hat Sinn gemacht, einen neuen Kanal aufzumachen. Es gab welche wie Ibali und Suichi Maru, die zum Beispiel auch vorher schon Kanäle gehabt haben und den Neuanfang gut gemacht haben. So, hast aber schon ein relativ großes Publikum. Hier weiß ich nicht mittlerweile, ob das überhaupt noch was bringt. Müsste ich versuchen, bin allerdings auch ein sehr skeptischer Mensch. Da muss ich mich jetzt leider outen. Das ist ein reines Try and Error, muss ich jetzt sagen, weil ich habe schon eine neue Domäne mir zugelegt und ich bin da schon ein bisschen was am gucken, aber mal gucken. Ja, also wenn da was Neues kommt, werdet ihr hier als Erste informiert, das sei mal hier versprochen. Vielleicht nicht auf die Sekunde pünktlich, aber definitiv noch am selben Tag. So. Ja, das jetzt zu dem Kanal, Zukunft und bla, ich habe meine Glaskugel geschaut, weißt du? Ja, wir sind jetzt circa bei 6 Minuten, ich habe es jetzt schon wesentlich kürzer gehalten, finde ich ganz gut. Ja, jetzt noch ein paar Worte von mir hier, wöchentlich, für alle, die es immer noch nicht mitbekommen haben und keinen Bock darauf haben. Wöchentlich gibt es immer noch einen Livestream, der jetzt donnerstags ist, jetzt über die Feiertage fällt er natürlich aus, eventuell hole ich einen Stream, muss ich eh noch nachholen, weil ich versehentlich da nicht mit rechnen konnte, dass ich keine Zeit habe. Das war ein bisschen blöd, aber so viel vor Fairness bin ich notwendig. Boah, das war ein Satz, so viel, boah, den kann man bei RTL posten unter die schlauesten Sätze von Deutschland. Und das meine ich ironisch, ironisch, da kannst du einen Kappa dran machen, das war nicht ernst gemeint. Alter Falter, ja, so viel würde ich doch noch bringen. Ansonsten muss ich gucken, was man da so, was sich so ergibt, sagen wir es mal andersherum. Ja, weil viel läuft ja auch über Netzwerke, das habe ich da auch ausführlich erzählt schon, dass man als kleiner Mensch da so gar nicht mehr so, als kleiner YouTuber nicht mehr so, bäm, den Erfolg hat, außer man hat halt Connections zu irgendwelchen Leuten. Ob es Presse ist oder YouTubern oder anderen Let's Playern, die schon bereits eine gewisse Größe haben. So, da besteht bei mir bisher keinerlei Kontakt. Also in dem Sinne, na, vielleicht ändert sich das zukünftig. Ich bin sehr optimistisch. Vielleicht ergibt sich da mal was. Aber wer weiß das schon. Ich nicht und du wahrscheinlich, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Hellseher. Ich habe hier keine Glaskugel, wo ich reingucken kann und sagen, oh, meine Glaskugel, das ist etwas unsichtig. Ja, da gibt es Zukunftsperspektiven. Da gibt es gewisse TV-Sender, da kannst du anrufen und die sagen dir dann aus ihren Karten, aus ihren, was weiß ich alles, was sie dir, deine Zukunft zu bringen, wenn du mindestens über 60 Jahre alt bist und dann nicht mehr weißt, was dein Morgen erbringt. Weil du einfach etwas Hoffnung haben möchtest. Ja, tiefgründige Worte von mir hier an dieser Stelle, ja. Wie gesagt, immer gerne kommentieren, teilen, bla bla bla, ihr kennt den ganzen Schwellefanz, ich muss es immer mal wieder erwähnen. Und für alle Neuen vor allem auch immer wieder mal, wenn mal irgendjemand nochmal draufklickt und nicht nur sagt, hey, dir lasse ich ein Abo da, bin aber, das ist auch so eine Sache, da muss ich jetzt ehrlich sein, mir bringt ein Abo nichts, wenn ihr dann sagt, das einfach nur so, hat mir gefallen. Ihr ersetzt ein Abo durch ein Like. Wenn euch etwas gefällt, gebt ein Like. Das ist für alle diejenigen, die jetzt abonniert haben und dann vielleicht nicht mehr hier drauf gucken. Das bringt mir rein gar nichts, das ist mal eine schöne Summe in der Abozahl, aber das bringt mir als Viewzahl gar nichts. Muss ich ganz ehrlich sein, da ist aber YouTube auch mittlerweile ein bisschen anders drauf. Sprich, also wenn es euch gefällt, gebt einen guten Kommentar, kennt ihr ja, und einen Daumen nach oben. Aber das trifft ja jetzt natürlich auch nicht diejenigen, die einfach nur sagen, schloss dir ein Abo da. Ist zwar auch schön, aber wenn ihr nie wieder vorbeischaut, es betrifft jetzt echt nur die, die nie wieder vorbeischauen. Das ist grauselig, das ist so. Das muss man nicht haben. So, das mal zu den Abonnenten. Also von 810, die wir jetzt teilweise haben. Ich weiß nicht, was mit der 800er Marke jetzt ist, als wäre das irgendwie so 800er Grenze. Jetzt geht nichts mehr. Rien de bras plus. Doch es geht. Etwas. Naja. Das jetzt mal dazu. Und ja, ich hoffe, euch gefallen die Let's Plays weiterhin, die ich mache. Ich versuche jetzt ein bisschen vielfältiger zu werden. Momentan geht es, dass ich mehrere Let's Plays gleichzeitig wieder laufen lassen kann, aber wie gesagt, ich werde wieder mit einem Plan arbeiten in gewisser Zeit, aber da werdet ihr dann vorher noch informiert, beziehungsweise werdet ihr es ja spätestens, ihr seid ja nicht auf den Kopf gefallen, sehen und merken, in welcher Reihenfolge die Let's Plays kommen. So, das mal dazu, bei manchen verstehe ich es nicht,
Aber okay, da kommt am nächsten Tag schon nichts und es ist aus. Alde-Abo. Und so ungefähr. In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal hier und wünsche euch schon mal im Vorfeld ein frohes neues Jahr. Ich weiß nicht, wann man sich hört, ob ich hiernach nochmal eine Sonderaufnahme hier mache, aber ich glaube nicht. In dem Sinne, tja, vielen Dank fürs Zuhören und noch besinnliche Festtage. Ciao.